Frank, was ist los hier? Erzähl, mein Freund. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können, Tommy. Ihr wollt wirklich, dass ich hier fahre? Ich bin noch nie Rennen gefahren. Okay, ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber uns bleibt keine Wahl. Wenn du es schaffst, verlieren wir nicht. Sehe ich so aus, als könnte ich das? Ich kenne ja nicht einmal die Regeln. Nichts leichter als das. Du fährst 5 Runden, kommst als Erster ins Ziel und wir gewinnen. Wenn du Zweiter bist, ist die Kohle verloren. Wir haben den Wagen von dem Kerl etwas präpariert. Müsste ein Kinderspiel sein. Müsste. Bei solchen Geschwindigkeiten ist es normal, wenn es mal kracht. Also pass auf die anderen Bastarde auf. Viel Glück, Tom. Ich weiß, dass du es kannst. Alter. Naja, ich glaube nicht daran. Tom, die halbe Stadt und alle unsere Männer haben auf den Jungen gewettet. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir verlieren? Der Don würde verlieren. Du würdest den ganzen Respekt verlieren, den wir mit unserem Schweiß aufgebaut haben. Die Leute gaben uns ihr Vertrauen und ihr Geld. Verstehst du jetzt, was auf dem Spiel steht? Ja, ja, kapiert, Frank. Ich hab's verstanden. Nimm's locker, Junge. Zeig ihm, was eine Hake ist. Alter, ich soll fucking Rennfahren, Mann. Ich bin ja nicht ein Rennfahrer. Schwierigkeitsgrad. Wollen wir es mal auf Extrem probieren? Oder probieren wir mal auf Extrem. Standard oder okay. Einfach aus Fun. Hallo. Okay, also wir haben auf jeden Fall ein anderes Auto. Okay, bis jetzt läuft er gar nicht so schlecht. Ja, bis jetzt. Und dann war es vorbei. Gar nicht so schlecht. Shit. Das sind da Löcher in der Mauer. Überall! Nee, der war krass. Selbst in der Steilkurve hat er genauso viel Grip, als wäre es eine normale. Ich glaube nicht, ob wir das hier auf Extrem schaffen. Ab. Siebter. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Problem ist auch, ich kenne die Strecke nicht. Okay, muss bestimmt erst sterben, bevor ich neu auswählen darf. Also auf Extrem. Krass. Kommt auch du geflogen. Ich glaube, Extrem wird das nichts. Ich krieg die nicht ein, so. Ich will sie aber ehrlich gesagt auch nicht überspringen. War übrigens in der Originalfassung vom Spiel auch nicht drin, dass man es überspringen konnte. Das kam erst mit einem Patch. Ich glaube, im zweiten schon. Oder im ersten sogar. Weiß es gar nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt kurz irgendwie zerstören und dann können wir, glaube ich, Schwierigkeit neu auswählen. Ja, oder wir machen einfach so. Wollt das mit jedem machen, dann ja, kommen wir das auch hin. Aber wir probieren es. Wenigstens einmal auf Extrem probieren, ja komm. Ah, das sah schon gar nicht so verkehrt aus. Ja, was war das denn? Ich hab da irgendeine Taste nur beim Rennen. Aktion, Steuerung, Auto, BD ausrichten auf den. Aha. Echt jetzt? Aber 11 von 13. Was passiert eigentlich, wenn man nicht gewinnt? Kriegt man dann eine Szene zu sehen?
Wenn wir es so machen, ich versuche das jetzt auf extrem zu Ende zu fahren und dann können wir überspringen. Wir müssen das uns eine Stunde lang angucken. Man sieht ja auch, das fährt sich nicht ganz so leicht, ne? Ich muss aber sagen, ich fand der Antritt, den wir vorhin zur Stadt gefahren haben, der fuhr sich besser. Vielleicht schaffen wir sogar noch mal jemanden einzuholen. Langsam ist er auf jeden Fall. Zwei Minuten für die Runde hier. Von einer anderen Sicht probieren hier. Rennspiele fahre ich ja eigentlich meistens so. Im Motorhaubenansicht. Mal gucken, wie das hier klappt. Hier rum, schön außen. War gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ich könnte mir sogar eine neue Bestzeit hinnehmen. Aha. Weiterfahren, alles gut. Aber wie gesagt, ich fand das damals so stark, dass dieses Rennen hier drin war. Und wenn man sich das mal überlegt, wir haben hier die Rennstrecke gebaut, das, die ganze Mechanik wird das Rennen reingebracht, wegen einem Rennen. Ja, das Ganze mit der Positionierung, mit der Minimap, mit der Strecke, also mit der neuen Minimap praktisch. Die Rundenzeiten, die Kontrollpunkte, das ist ja alles nur wegen einem Rennen drin. Ja, es waren vielleicht mal mehr geplant und aufgrund der ja, doch recht bescheidenen Steuerungen sind es dann nicht mehr geworden. Weiß man nicht. Hat man dann vielleicht lieber einen Fokus auf was anderes gelegt in der Entwicklung? Das ist alles durchaus möglich. Und immerhin hat man eine eigene KI programmiert, die mehreren Schwierigkeiten fahren kann. Ja, spitze. Das hat gut geklappt. Nein, hier ist nichts fehl. Das ist alles geplant. Ich mach das nur, um das zu zeigen. Ja, komm schon. Eine Runde noch und dann würde mich mal interessieren, ob es eine Cutscene gibt. Übrigens, dass wir noch nicht über 100 wurden. Ah, okay, da ist der erste gerade ins Ziel gefahren. Da wird zum Thema überrunden. Haben wir auch gerade auf der Minimap gesehen. Ah.
Hä? Gab's da gerade keinen Sechsen? Da habe ich was verpasst. Wenigstens war man überrundet. Das muss doch was zählen, oder? Und? Hä? Wo das? Hatte ich gerade eine hübsche Tabelle? Ah, okay, einfach nur. Na gut. Ich würde sagen, überspringen wir das Ganze. Hä? Wie jetzt? Erst fahren oder? Werden überspringen. Verloren. Ich kann es nicht überspringen. Scheiße, dann müssen wir halt doch nicht mehr fahren. Na gut. Ja, aber das muss doch gehen. Oder ist Buggy? Natürlich möglich, aber ich denke mal, auf einfach sollte das ja ganz easy sein. Die Theorie mit der KI in verschiedenen Stärken hat sich gerade erledigt, denn die Autos sind einfach nur langsamer. Deswegen brauchen wir nicht so viel Gas geben. Jetzt fahren wir natürlich sinnloserweise die 5 Runden nochmal, ne? Na gut, vielleicht können wir mal eine Zeit unter 1,30 hin. Das wäre, ja, so oder wird's nicht. Wäre eigentlich ganz nice. Zeit mit dir zu spielen. Ein Rennen gewinnen. Mal gucken, nächste Runde, wenn wir das ein bisschen sauber hinkriegen. Da wollte ich zu viel. Da leider für bestraft. Den Schaden vorhin gar nicht angehabt, weil da unten ist jetzt eine Schadenanzeige. Die war dann im Rennen davor. Nee, sag mal. Nicht. Wir haben uns jetzt gerammt. Ein Penner. Wir müssen unbedingt Erster werden, ne?
Ein bisschen konzentrieren. Das Höchsttempo ist nicht so gut. Ich werde nicht los. Mit der gerade Strecke können wir was gut machen, ja? Ah, der war viel zu hart gewesen. Scheiße! Was? Du Arschloch! Lass mich ja vorbei. Alter. So ein Penner. Das ist doch nicht wahr, ey. Oh, 1,33. Vielleicht schaffen wir echt die Bestzeit noch von 1,29 zu knacken. Müssen bloß mal eine Sau pro Runde hinlegen. Schön hier rein. Vollgas. Richtig gut, richtig gut. Vollgas. Warte, die Eisen. Durch die Schikane. Und Vollgas. Jawohl. Vollgas. Ins 13, ne? Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Was war das jetzt? Wieso ist da gerade der Arsch ausgebrochen? Rundenzeit, ins 28. 29, 30. Scheiße. Haben wir jetzt schon wieder Zeit verloren? Wäre ich zwei Sekunden langsamer gewesen als die Runde davor. Fuck. So, soll ich jetzt probieren? Unter 1,29 zu fahren oder lieber sicher runterfahren? Scheiße, ich würde aber gerne 1,29 knacken. Aber wir werden den nicht los. Wir haben einen schönen Gummiband-Effekt. Wir können den nicht abhängen. Denn die anderen können wir alle loswerden, aber den nicht. Ah, das liegt doch sehr gut hier. Alles. Das schön ins Vollgas. Das schaffen wir trotzdem nie. Ins 10. Dann durch die Steilkurve. Vollgas. Ins 20, 22, 23, 24.
27, 28, 29, 30, nein! Eine Sekunde. Ah, wir haben es nicht gewonnen. Scheiße, ey, scheiße. Jetzt ist unser Salieri ganz schön was schuldig, ey, dass wir das geschafft haben. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tommy. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Und die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke. Okay, Mission Fairplay ist noch nicht zu Ende. Fahr zu Lucas Bertone. Da haben wir noch glatt mal tun. Ja, wir nehmen wieder den. Das schickes blaues Mobil. Ja, dann wird die Kameraansicht ändern. Wo ab jetzt? Ja, du bist doch gar nicht tot. Ach, liegst du mir vom Auto. Jetzt bist du tot. Da. Ja. Ah, wieder beide Brücken. So, Abkürzung. Und gerade durchfahren bis zum Tunnel. Geh aus dem Weg, Eule, Eule. Das war's nicht. Mal Platz. Dankeschön. Ja, an der anderen Brücke ist es. Brauchen wir gar nicht die Map gucken. Langsam kenne ich mich hier wieder aus. Ah, ja. Ah, komm schon, ey. Wollen wir bitte auf die Bullen aufpassen, ne? Wir fahren mal. Mit Tempomat. Nicht hier schon rum? Achso, muss ich ja über die andere Brücke, ich bin da drauf. Ja, genau, fahr einfach, Kollege. Ja, keine anderen Autos hier. Dieses Brücke hochfahren, ey, ist so übel. Wir tuckern hier ganz gemütlich durch die City. Komm mal Platz her, keine Zeit. So leben hier. Und noch ein Bullenauto, ein bisschen vorsichtig sein. Und hier rein. Zack. So, Lukas, was hast du denn Schönes für mich? Hallo, ist jemand zu Hause? Hey, Tommy, ich bin hier. Haha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tom. Das war großartig. Zuerst dachte ich, du würdest es nicht schaffen, aber als du losfuhrst, wusste ich, wie es enden würde. Dank dir habe ich einen Haufen Geld gewonnen und da ich nicht undankbar bin, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Diese Schönheit. Oh.
Ich kann sie dir nicht geben, aber ich kann dir zeigen, wie du an eine rankommst. Hier, so einfach ist es, in dieses Baby reinzukommen. Man könnte einfach reinsteigen. Weiter bloß. Das war's schon. Ein Kinderspiel. Okay, ich denke, das kann ich schaffen. Da steht noch einer, der gehört zu einem hohen Beamten unten beim Rathaus. Tagsüber steht er auf dem Parkplatz hinter dem städtischen Gebäude auf Central Island. Schätze, ich schau mal nach, ob er korrekt geparkt ist. Komm vorbei, wenn dir das langweilig wird. Ich habe immer etwas Neues. Okay, cool. Danke, Lukas. Ich komm mal nach der Arbeit vorbei. Wir sehen uns. So, das gelernt, ein Lasseter V16 Pöltern zu stehlen. Ja. Wo genau das Auto steht? Der wieder drüben auf der Insel. Das ist schon ein bisschen nervig, ne? Ist das hier ein Herkutsche hier? Drüben, also brauchen nicht durch den Tunnel. Guten Tag, Herr Officer. Einfach immer weiter geradeaus. Das sollte funktionieren, würde ich behaupten. Ah, viele Bullen unterwegs hier heute, ey. Komm mal Platz. Ja, wenn ich mal ein bisschen schnell fahren hier. Ja. Okay, Zeit zum Anhalten. Ich muss kontrollieren, ob da jemand richtig parkt. Das Polizeiauto. Okay, ich habe keine Strafzettel mehr. Aber du könntest bitte aus dem Weg gehen, danke. So, wollen wir mal kontrollieren. Oh, ne, der darf hier nicht parken. Die gelben Autos, die dürfen wir nicht parken. Das steht so in den Regeln. In der Straßenverkehrsordnung. Gelbe Autos müssen wir anders parken. Müssen wir mal korrigieren, am besten gleich. Und wir parken den mal um. Wollen die Knöllchen geben, das ist so. Kommt irgendwo ein Polizist rum. Ganz einfach ist das. Lalalalala. Keiner hat was gesehen. Lalalalala. Das ist auch kein schlechtes Auto. Eigentlich nur wieder. Wir können vorne über die Brücke fahren. Fahren hier über die Flugbrücke, Dingsbumsbrücke hier. Aber das schaffen wir. Ganz easy. Nur wieder abgeht hier. Oh, nicht schlecht. Langsam wäre ich schon müde, ey. Lange nehme ich das schon wieder auf hier. 3 Stunden jetzt schon. Wir haben nichts geschafft. Also nicht wirklich. Könnte vielleicht daran liegen, dass die erste Mission ewig gedauert hat. Aber weiß ich nicht. Vorne wieder Polizei. Auto. Hallo. Ihr blöden Bullen überall. Kann man nicht mal ein bisschen rumrasen. Oben.
Immer drei da. Bulle, fahr doch mal woanders lang jetzt. Na, mach doch. Okay, fährt sich nicht so einfach. Hallo. Hab mir was für dich, Ralf. Bühne frei, ja. Wir haben auf die Bühne. Kann Ralf den klein machen. Was? Ralf die Bretter nicht ab. Mal, oder? Oder? So. Ich denke, das dürfte passen. Da kann Ralf sich gleich um das Auto kümmern hier. Ja, optimal. So. Wir gehen auch mal der Animation zuliebe vorne rein. Damit das wenigstens eh mal im Spiel passt, weil wir werden fast immer hinten reingehen. Und so kam ich zu neuen Freunden und meinem ersten Luxusschlitten. War gar nicht so übel, ein Gangster zu sein. Ja. Sehr schick.